Sie haben ja heute Morgen den Vortrag von Mike gesehen zum Thema. Was war denn da Ihr persönliches Highlight? Es war nicht das erste Mal, dass ich in Creo in Berührung gekommen bin, da ich im Prinzip die Websession mitgemacht habe. Ich denke aber, dass das Konzept sehr gut ist, was mir sehr gut gefällt. Das ist der ganzheitliche Ansatz, ist die Verknüpfung der Module und dass man wirklich die Probleme, die die End-User, die größten Probleme, die die End-User haben, wirklich angeht mit dem Thema Creo. Bei welchen Herausforderungen könnte Creo Unternehmen in Ihrer Branche helfen? Ich denke, schon der erste Teil, easy to use, ist sehr wichtig. ProEngineer ist doch ein recht mächtiges Werkzeug und wir haben neben ProEngineer noch ein weiteres Produkt im Einsatz und ich denke, dass man da mit etwas einfacherer Bedienung auf diese User auf Creo bringen kann. Also das easy to use gefällt mir schon sehr gut. Wie würde das die Produktentwicklung Ihrer Meinung nach verändern? Ja, ich denke, wenn man mit unterschiedlichen Systemen arbeitet, hat man immer Schnittstellen. Und die kann man hier deutlich reduzieren. Damit kann ich die Produktentwicklungszeiten verkürzen, die Qualität verbessern und im Großen und Ganzen einheitlicher.